Servus, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück bei COD 3, also Call of Duty 3. Irgendwie haben wir, glaube ich, den ganzen Spaß hier oben verpasst, weil wir gerade hier eine kleine Aufnahmepause gemacht haben. Egal, einfacher für uns. Für uns ist das viel einfacher dann. Wie kann man denn eigentlich die Nachtsicht-Dingensbums aktivieren? Oder kann. Ich glaube. Weiß ich gar nicht, mit zwei? Nicht? Nein. Nö. Mit dem Mausrad kannst du die Waffen wechseln. Nee, ist gar nicht aktiviert. Oh, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht egal. Ist ja eh alles platt. Oh oh. Ah. Was jetzt? Das Vitol setzt uns fest. Ruhig, nicht schießen, er gehört mir. Taylor, Alpha-2-Team ist für die Extraktion zurück. Es ist jetzt einfacher, was, Taylor? Extraktion beim Satellitenturm. Wir schnappen uns ein Fahrzeug und bringen euch zur Extraktion. Alter! Du hast tot? Nicht geantwortet. Nein, noch nicht. Aber fast, ey. Los, die sekundäre Route ist da vorn. Wie Tonturm schießen, wie sie in die Treppe runterkommen. Ja, aber irgendwie treffen die trotzdem besser als ich. Ui. Ja. Grenade, ich bin lieg unten. Ja, ich bin da. Ich bin ja hier schlimmer als bei Creative Earth. Hier war noch, hier ist noch Munition. Ja, aber irgendwie komme ich nicht drauf. Komm. Oh, schon weg. Ja, ist schon weg. Ja, rechts neben, rechts hier, da ist auch noch Muni hier. Ah, gut, gut, hier, hab schon. Das ist eine Aufstockung, deswegen. Hm. Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Ja. Habt ihr das gehört? Das bildest du dir ein, Mann. Okay. Dein zuckender Finger steckt deine Ohren an. Schön, dass du vorgegangen bist und ich dahin gegangen wurde. Ach so. Schnauze, ja, das ich höre es auch. Hör zu. Heilige Scheiße. Kontakt, Kontakt. Hammer, ne? Ach, Scheiße. Sturmroboter nähern sich. Ziemlich viele sogar. Wir müssen die Tür öffnen, jetzt. Geht aus Deckung. Reiter, los, los, los. Ach, du Scheiße. Komm rein. Wir kümmern uns um die Roboter. Bin drin. Alter. Die Viecher sind geil, ne? Was sind das hier für Viecher? Wir sind sicher und können jetzt übernehmen. Du könntest die anderen, die Geiseln, befreien. Sie haben keine Priorität. Vielleicht nicht, aber es sind immer noch Menschen. Verdammt. Und nun? Warten. Oder hast du dich so verändert, dass du nicht mehr weißt, wie sich das anfühlt? Okay, Planänderung. Hendrix, dein Team bringt den Minister zur Extraktion. Wir gehen zurück und holen die Geiseln. Mehr Roboter. Ach, keine Sorge deswegen. Wir sind dafür ausgerüstet. Los, verschwindet hier! Ich bin am Steuer. Geh ans Geschütz. Wo bist du denn jetzt? Ich bin auf der anderen Seite, keine Sorge. Transporter. Und jetzt? Ja, F drücken. Ne, du musst auf die andere Seite rüber. Achso, ich muss auf die andere Seite rüber. Genau. Ah. Wir haben keine Zeit mehr. An Bord! Geht nicht. Doch, mit F. Musst du ein bisschen hin und her. Jetzt. Ja. Jetzt. Ja. Das Fenster für die Extraktion schließt sich. Einsteigen! Bereit machen! Ein Haufen KRs nähert sich unserer Position! Krass, Alter. Alter. Das macht einfach nur Spaß, das Spiel. Mein Ding ist irgendwie. Ja, nein, der überhitzt sich. Transporter von rechts! Feuer umleiten! Gut geschossen! Ich weiß gar nicht, wo ich hinziehen soll hier. Vitol kommt! Feuer umleiten! Da rechts? Ja. Alter, was geht denn hier ab, ey? Ich bin fast schon tot. Scheiße, ey. Ich sehe eigentlich gar nichts. Nö, ich auch nicht. Ich schieß nur noch. Ja.
Na endlich, die Karre geht an. Ich schaff den Minister da raus, bin mit plus 4 Paketen unterwegs zum sekundären Treffpunkt. Verstanden. Ich verlasse die Straße. Ja, das ist ja. Ja. Alter, sind wir Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Unser Transport. Extraktionskapsel 1 unterwegs. Durchhalten da unten. Ja, super. Kapsel ausgeklinkt. Extraktionsluftraum nicht sicher. Verstärkung von links! Minister, sind Sie okay? Können Sie laufen? Boah, Alter. Bin okay, bitte! Bringen Sie mich nur hier raus! Wir müssen weg! Verschwinden Sie von hier! Mission. Ich hab hier momentan ein kleines Haltproblem. Ich auch so ein bisschen. Komm jetzt zu denen. Alter. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Alter. Der Minister ist fast sicher. Lenkt das NRC weiter ab. Drohne in Position, bereit für Aufnahme. Granate, irgendwo. Schwing dein Hinterteher, jetzt! Irgendwo hat mir einer getroffen. Oh. Schwing dein Hinterteher her! Los! Drohne bereits in Abflug. Fenster schließt negativ. Luftraum gefährdet. Nein! Nein! Fuck! Schnell zum Transporter und raus da! Komme. 2 Minuten. Durchhalten. Hier stirbt niemand heute. Mission abgeschlossen. Ja, wir haben die erste hinter uns. Yay. Kannst du ein bisschen gucken, was du alles gemacht hast? Ah, okay. Okay, so. Okay. Dann können wir auch weitergehen, oder? Ich gehe jetzt auch weiter und... Ja, ich... Voll spannend, super. Yeah. Ah, mir fehlt super. Noch... Einer fehlt mir von den Sammelobjekten. Ich hab, irgendwie sowas Komisches. So, okay, dann weiter. Würde ich sagen, ne? Ja, und? Ach, reicht, wenn einer das macht. Jo. Wo bin ich? Schon okay, ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Okay. Hey. Noch da? Willkommen zurück. Taylor. Ja. Weißt du, was mit dir passiert?
Träume ich etwa? Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei. Dann kannst du immer noch aufwachen. 12. Dezember 2054, 7.30 Uhr. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht. Ein Prototyp für die WA Neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Um 7.31 Uhr zündete eine Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück. Du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich direktes Neuralinterface, DNI. Ich habe auch eins. So kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du hast noch eine Menge vor dir. Raketen! 11.30 Uhr, 11. Dezember 2054. Die Züricher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Kennst du Dias noch? Glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Jo, Taylor. Du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Also gut. Sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden, wie diese armen Bastarde. Okay, Waffenschaden. Geht ja wieder gut los hier. Ja. Keine Ruhepausen. Oh Mann, ey. Ui! Oh, ich hab's mit Granaten. Hörte sich nicht so gut an. Ja, wo bist denn du? Ich bin einmal kurz hier hoch. Ja, ich sterbe hier unten. Links, rechts. Verschiedene Wege haben unterschiedliche Vorteile. Bist du tot? Nee, noch nicht. Ich kriech hier unten. Und das. Ich bin der Krüppel, der hier unten schießt. Ach so, ja dann. Und tot. Jetzt kann ich dir zugucken. Ah, warte mal. Das ist ja geil. Und bin wieder dabei. Sehr gut. Was war denn? Das ich ist war so tot und wahrscheinlich, ne? Ja, wir sind in der Simulation momentan. Uns wird jetzt quasi das Tutorial noch. Dein DNI kann dir kritische Informationen zum Kampf liefern, um das Schlachtfeld besser zu verstehen. Wechsle in den taktischen Modus. Ja, das ist schon cool eigentlich. Der taktische Modus hat was, ne? Ja.
Bei dir müsste das noch erklärt werden, ne? Ja, wurde mir gerade noch erklärt. Genau, bei mir ist es nicht, weil ich das schon alles schon hinter mir habe. Okay. Ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen, aber... Achso. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil an. Okay, ne? Setze verbesserte Mobilität ein. Ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Das ist geil. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Ja, ich hab's nicht geschafft. Das ist ja geil. Im taktischen Modus werden Herannahme gefolgt und die Raketen und Granaten hervorgehoben. Siehst du es rot blinken? Dann lauf. Ach Mann. Ich denke immer, das sind unsere Leute. Deren Leute. Grenade. Grenade. Ich bin links oben übrigens lang gelaufen, ne? Ich bin rechts oben lang gelaufen. Irgendwie sieht mein Anzug, glaube ich, nicht mehr ganz so gut aus. Keine Ahnung. Siehst du die roten und gelben Markierungen? Das sind Todeszonen. Hier solltest du dich nicht aufhalten. Roten und gelben Markierungen? Das sind unten, wenn du auf 2-3 gedrückt hast. Irgendwie sehe ich da gerade nichts mehr. Dann ist es nicht gefährlich. Ich hab dich doch gesehen. Na komm. Genau da. Komm her, Schatzi. Tschüss. Warum macht er das nicht bei mir? War doch Leertaste, ne? Mit dem Sprint, mit diesem Wandlauf? Ja. Ja, du musst mit Shift auf die Wand zurennen und dann... Also so quasi fast parallel zur Wand laufen. Der taktische Modus ist im ganzen Team synchron. Wenn einer von uns etwas sieht, sehen wir es alle. Auch wenn Deckung im Weg ist. Das ist echt eine geile Sache. Und hier ist rot. Okay, da ist ein Todeszug. Drücke weiter vor! Mann, ey. Das ist schon echt geil, das Spiel. Ah, da bist du, okay. Bin hier. Wow. Oh, ich hab keine Granaten mehr. Mist, die Kack. Dafür hab ich noch welche. Magazin überprüfen. Nehmen das wir ist gut. Granate. Neben dir. Mhm. Geh weg, geh weg. Bin ich. Na komm schon, zeig dich. Ist nur einer. Ach, da war einer. Das DNI lässt uns nicht nur untereinander kommunizieren, sondern auch mit zahlreichen Computersystemen. Darunter so gut wie allen Drohnenbasiseinheiten. Geil. Zweifüßler, komplexe Bodeneinheiten. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bam, ist dein Gehirn im Eimer. Aber die hier, die sind kinderleicht. Na los, heck dich rein. Nach, was jenseits dieser Mauer ist.
Ja. Okay. Und drücke und. War das Q? Achso, ja, das war irgendwas mit. Passt perfekt, oder? Irgendwo dadurch ist ein Generator. Huch, war das Q oder? Q. Wo müssen wir hin? Da unten lang. Nein! Oh, das wir machen das nicht. Du musst dir irgendeine Drohne angucken. Krass, ey. Nee, macht er nicht. Nee. Nee, keine Ahnung, warum. Willst du was Cooles sehen? Schieß diese Bottiche ab. Vielleicht kann das nur einer von uns beiden machen. Kann natürlich auch sein, aber wäre ein bisschen blöd. Ja, finde ich auch. Ich finde das jetzt noch ein bisschen komisch, dass das nicht bei mir geht. Ja, das finde ich jetzt aber auch. Das ist es in der Tat. Nee, ich hab auch nur rechts unten so eine andere Fähigkeit. Mhm. Ah, warte mal. Was denn? Nö. Mhm. Nö. Da hat doch gerade nur einer auf mich geschossen. Aber blöd jetzt. Ja, finde ich auch. Ein bisschen schade. Da kommt. Also, ich habe dich gerade irgendwie gesehen. Ja, ich laufe ja auch gerade durch. Achso. Da ist er. Spreng den Generator, damit wir hineinkommen. Boom. Ich fürchte, der EMP des Generators hat deine Drohne gekillt. Komm schon, los! Finde ich jetzt aber seltsam. No. Jetzt bin ich aber auch zu Fuß unterwegs. Ja, ich warte hier schon auf euch. Ach okay. Komm, ja, wisst ihr. Schnapp dir Munition, wenn du eine Munitionskiste siehst. Ein Kampf ohne Kugeln ist so gut wie verloren. Ach, ernsthaft? Ich dachte jetzt ohne Munition. Mit dem Messer. Oder mit der Gabel. Löffel. Mit dem Göffel. Mit dem Göffel, genau. Ziele, erste Etage. Wenn du kreativ sein willst, setze die Fernübernahme bei diesen Geschützen ein. Drücke Kunden, Geschütz zu anvisieren. Welches Geschütz denn? Oh! Na super! Kannst du mich retten? Oh, scheiß Handgranate! Ich hab die gerade aufgefangen. Schieß diese Fässer ab. Danke. Bitte. Oh, scheiße. Ich bin auch etwas, Ja, warte, bin doch schon da. Jo, danke dir. Kann es sein, dass du... Was hast du da für ein Zeichen neben deiner Munition? So eine komische Büste. Ich hab da so einen komischen Typen, der so aussieht wie so ein Zelda-Link. Kann sein, dass du das nur kannst, weil du, wie heißt es jetzt? Weil du ja der Horst bist. Der Horst? Mhm. Das kann natürlich sein. Oh. Der war gut. Ich hab den Geschütz, glaube ich, getroffen. Ja, du musst eins dieser Geschütze jetzt übernehmen.
Nur ich habe das jetzt irgendwie, glaube ich, kaputt gemacht, das eine. Na komm hoch, keiner. Komm hoch. Wie soll ich die denn unternehmen? Mit deiner Fähigkeit. Mit Q. Versuche ich, aber komm ich nicht dran. Ja, kann sein, dass sie ein bisschen weit weg ist. Shit. Und ich lese noch. Immer böse. Muss. Alter, wer schießt denn da so gut? Ich nicht. Mist, Alter. Ich bin hier so einen Weg lang gelaufen. Links. Ja, ich seh schon. Wie soll man denn das Geschütz übernehmen, ey? Komm ich doch gar nicht dran. Ja, du musst so nah wie möglich. Ja, merke ich gerade. Und dann bleibst du irgendwann hier stehen. Oh, ich hab keine Muni. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Hey, Entschuldigung. Granate! Granate! Das schon ganz gerne übernehmen wollen, das scheiß Geschütz. Haha. Ha. Granate! Mist. Wie soll ich denn da dran kommen an die Typen? Oder an das Geschütz? Von hinten, aber ich glaube, wir haben eh jetzt gleich alle Platz. Ah. Geschafft. Das Versteck ist da vorn. Verbinde dich drin mit der Zentralkonsole. Dann hacke du mal. Daten, wie du kannst. Okay, der Herr Bär hat's geschafft. Wir sind... Tief ein und sag mir, was passiert ist. Ich war in Äthiopien. Die KRs. Das alles passierte wieder. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Da tauchen Geräusche, Bilder, Worte aus Liedern auf. Du denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik? Ein Flüstern in deinem Ohr? Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente neu kalibrieren. Keine Sorge. Alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Okay. Wir haben wen eingeschleust. Bei Coalescence. Hatte alles Nötige, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu überbrücken. Die ZSK haben 6 Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Dir reichten 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den Mistkerl. Wird bestimmt lustig. Wohnhochhaus. Ja. 11. Dezember 2045. 54. Mein Gott. Lachen nicht. Ist nicht lustig. Von seinen Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK eins aufs Maul bekommen. Ergebnis?
Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall? Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich habe sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin aus der Zeit, als das noch was bedeutete. Vor dem DNI musste man Bücher lesen. An der Akademie ließ Taylor mich viele davon lesen. Nun, manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Es wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Sei einfach kreativ. Die ist ja lustig. Ja. Sollen wir hier einen kleinen Cut machen? Ja, würde ich sagen. Und das dann in der nächsten Folge weitermachen? Ja, würde ich sagen. Das heißt, du kannst dann jetzt mal Tschüssi sagen. Ja, dann darf ich jetzt endlich Tschüss sagen, ja? Du darfst. Du bist dran, wenn wir ihn verlieren. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Call of Duty Black Ops. Nee, nicht Black Ops. Call of the Black Ops 3. Meine ich doch. Ich bin schon im Eis. Genau. Wenn du bei uns mitmachen willst, dann musst du beweisen. Nochmal. Ja, okay, alles klar. Bis zur nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.